Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Alex und einem weiteren Bad davon. Wir stehen wieder im Regen, der Wind pfeift uns ins Gesicht und wir werden bald mal so erkältet sein, dass die Hälfte genug ist. Aber vor uns sitzt ein komischer Kauz. Ich meine, ob das der Typ war, mit dem wir es unsere Erinnerung gequatscht haben? Auf jeden Fall heißt er Falk und ich würde mal sagen, wir quatschen mit ihm. Du bist in einem Stück hier hochgekommen? Beeindruckend. Offenbar bin ich nicht der Einzige. Ich hatte mehr Glück als Verstand. Diese Mutanten haben mich bis in den Konverter verfolgt und bedrohen mich seit einer Ewigkeit. Ohne meine technischen Fähigkeiten wäre ich nicht so weit gekommen. Die paar Mutanten waren dir zu viel. Zu Beginn war eine ganze Horde hinter mir her und hat mir ordentlich zugesetzt. Es ist mir gelungen, einen der Abflussschläuche zu durchtrennen und den gesamten Eingangsbereich zu fluten. Allerdings sind die Viecher recht robust. Mir blieb nichts anderes übrig, als einen Teil der Maschinen auszuschalten, damit sie mich nicht weiter verfolgen. Du bist also technologisch begabt? Dich bedroht keiner der Viecher mehr. Was willst du hier? Dann machen wir mal das obere. Du bist also technisch begabt? Ich bin ein Akolyt der Kleriker. Wir wissen alle sehr viel über Technik und machen sie uns zunutze. Ein Akolyt in Edan. So ist es. Und es war ein weiter Weg aus den Bergen von Ignadon. Aber manchmal muss man ein Risiko eingehen, um etwas zu erreichen. Die Viecher sind weg. Dich bedrohen hier keine Mutanten mehr. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass sie aus dem Weg geräumt wurden? Sieht ganz so aus. Du hast mir geholfen. Interessant. Ja, jetzt gib mir dein Elixit. Schon gut. Na, passt schon. Schon gut. Ich stehe in deiner Schuld. Das werde ich nicht vergessen. Nun kann ich wieder meinen Aufgaben nachgehen. Wisst ihr, was schön wäre? Wenn es in jeder Fraktion wieder eine Person gibt, wurscht ob Männlein oder Weiblein, die wieder zu unserer Best-Friend-Liste gehören würde. So wie damals bei Gothic, da sind wieder fünf Mann quasi, oder fünf Personen halt, uns dem Endgegner stellen. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre echt cool. Vielleicht ist Falk so einer. Vielleicht ist Falk quasi der Lester vom Sumpflager. Das wäre cool. Was willst du im Konverter? Ja, das ist eine gute Frage. Was wolltest du im Konverter? Ich bin im Auftrag der Kleriker unterwegs, um neue Ressourcen zu erschließen. Um welche Ressourcen handelt es sich? Und die schicken dich allein hierher? Ja, es ist schon frech eigentlich, ne? Vor allem die ganzen Gefahren. Aber welche Ressourcen sind denn das? Um welche Ressourcen handelt es sich? Wir brauchen immer neue Rekruten, die sich unserer Sache annehmen. Ich bin allerdings auf der Suche nach bestimmten Elektroteilen, die uns im Krieg gegen die Alps weiterhelfen. Über die Tücken der Wildnis bin ich mehr als gut informiert. Und dennoch machen sie mir immer wieder Probleme. Mhm. Du hingegen scheinst nicht nur furchtlos, sondern auch außerordentlich fähig zu sein. Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Wir könnten beide von unseren Fähigkeiten profitieren. Ich könnte dir in technischen Fragen von Nutzen sein. Im Gegenzug hilfst du mir, Situationen wie diese in Zukunft zu vermeiden. Okay, ich nehme dich mit, aber mein Wort ist Gesetz. Was gibt es Neues von den Klerikern? Wie sieht es aus bei dir? Nehmen wir mal das, oder? Was kann jetzt mal das? Nehmen wir das. Okay, ich nehme dich mit. Aber mein Wort ist Gesetz. Diese Entscheidung wirst du nicht bereuen. Meine Waffe ist deine Waffe. Hoffen wir es. Wo treffen wir uns, falls wir getrennt werden? Wir treffen uns vor den Ruinen westlich von Goliath. Alles klar. Den Treffpunkt werde ich schon finden. Aha, dort sind alle Verbündeten. Das ist ja praktisch. Das ist echt praktisch. In Ordnung, ich helfe dir bei deinem Auftrag. Welche Elektroteile suchst du? Ja, fragen wir mal blöd weiter. Welche Elektroteile suchst du? In dem stillgelegten Konverter von Edan soll sich ein hochempfindliches Sensormodul befinden. Ich soll eine hochleistungsfähige CPU aus einer speziellen Kampfmaschine der Alps im Kriegsgebiet von Abessa finden. Aha.
Ich brauche da noch etwas von dem Spezialmetall Gaurodium aus dem Meteorkrater von Ignadon. Das Gelenk einer Vorkriegsmaschine soll sich auf dem Schrotthaufen des Forts der Outlaws befinden. Das brauche ich auch. Ach was. Und ich brauche eine Miniatur-Elex-Batterie, wie sie in den Gleitern der Alps verwendet werden. Ah ja. Und das ist dann alles, ja? Richtig. Am besten du speicherst das in deinem Adjutor. Na, danke. Und was gibt's Neues bei euch? Was gibt es Neues von den Klerikern? Kalan hat uns eine Prüfung auferlegt. Wenn wir diese meistern, können wir vielleicht den Krieg beenden. Du glaubst an Kalan? Er hat uns die Fähigkeit der Suggestion gegeben. Damit haben wir die Möglichkeit, die Menschen zu prüfen und sie zu zwingen, uns die Wahrheit zu sagen. Dann prüfe mich. Wie du wünschst. Was ist das Grausamste, was du je getan hast? Was soll ich das wissen? Ich habe meinen Vater bestohlen. Ich habe lebende Menschen in den Konverter geopfert. Das kann ich dir nicht sagen. Was soll das beweisen? Ich habe lebende Menschen in den Konvertern geopfert. Das ist tatsächlich nicht sehr freundlich. Oh oh. Siehst du? Du warst gezwungen, mir die Wahrheit zu sagen. Oh oh. Ich hoffe, meine Fähigkeiten haben dich überzeugt. Ich bin beeindruckt. Vielen Dank. Oh oh, beide gefällt das nicht. Hab Scheiße gebaut. Oh oh, oje. Okay, naja, egal. In Ordnung, ich helfe dir bei deinem Auftrag. In Ordnung. Ich helfe dir bei deinem Auftrag. Hervorragend. Nach meinen Recherchen haben wir noch eine lange Reise vor uns, bis wir alle Teile gefunden haben. Oh ja. Das wird sicher unterhaltsam. Ah ja. Warten wir es ab. Wie sieht's bei dir aus? Wie sieht's aus bei dir? Schwer zu sagen. Ich denke noch einmal darüber nach. Es gibt noch so viel zu entdecken. Interessant zu sehen, was als nächstes kommt. Das kommt mir bekannt vor. Ich danke dir. Schande. Boah, ich dachte, er will ihn angreifen. Schande, das habe ich dann falsch gemacht. Ich hätte lügen sollen. Ich habe meinen Vater bestohlen. Ich war ein schlimmer Junge. Geht da nichts auf? Lumpert. Warum geht da nichts auf? Ich will da rein. Oh, Entschuldigung. Ich probiere es mal so. Da kommt man auch nicht rein. Geht es da drüben noch weiter? Schaut so aus. Aha, da ist Blut. Elektroschrott. Der putzt schon wieder, der Roboter. Was ist denn das für eine Blume? Kronstöckel, aber nicht dein Ernst. Gibt's das auch? Cool. Eine Blume aus Gothic. 2. Im 1er, glaube ich, gab's sie im 1er auch? Nein, ich glaube nicht, nur im 2er, ne? Elektroschrott. Sprengraketen. Ma, wie cool. Oh. Also, die Birun-Arbeitsleute wissen schon, wie sie das Herz von ihren Fans erobern können. Oh ja. Burschen und Mädels, ihr macht das genau richtig. So, ja. Ach, welche Erinnerungen. Ein Goldbröckchen. Nehmen wir auch gern mit. Habe ich da jetzt alles? Schaut danach aus. Mir tut der Roboter irgendwie leid. Der hat keinem was getan. Putzt fleißig vor sich hin und ich hau ihn einfach um. Ja, in mir schlägt immer noch die Brust eines Alps. Wie es ausschaut. So, ja. Gut, wir werden sterben, wenn ich darunter will. Habe ich das Gefühl. Deshalb werde ich gleich mal speichern. Ich werde wahrscheinlich ein, zwei Versuche brauchen. Ein neuer Spielstand. Also neuer, ein alter Neuer. So. Ein alter Neuer. Passt. Na, gute Nacht. Heureka! Gut, das hätten wir schon mal. Dann... Ja, das mit dem Code geht mir ein bisschen auf den Nerv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte echt gehofft, dass wir da was Tolles kriegen. Objektsicht. Das ist halt die Frage... Machtwelle, schalte ich fast übersehen. Jetzt ist die Frage, ob man das hier gleich einsetzen muss. Plasmazelle. Oder ob man da runter muss in den einen Raum,
wo die Tür ist. Vielleicht, dass man per Fingerabdrücke sehen kann, welche Knöpfe gedrückt worden sind. Wird aber zu einfach sein, oder? Miep. Ja, durch die Tür würde ich schon auch gern, ehrlich gesagt. Dadurch. Ich werde wieder mal speichern. Und ich probiere jetzt einfach mal diesen Zauber aus, wenn man benutzen dürfen. Schauen wir mal. So. Also, die Rolle trifft Objektsicht. Stimmt, die muss ich ja auf eine Taste legen. Ich nehme mal die 9. So, nicht verdrücken. Ich probiere es jetzt nur mal aus. Aha, da sehe ich nur, dass da drinnen was ist. Mehr nicht. Okay, ich lade. Da ist schade um den Zauber. Oh yeah. Ich dachte, da kann man vielleicht... Ja. Und? Hacken geht auch? Finde die richtige Kombination mit Hilfe der Gleichung. Einige Ziffern sind größer oder kleiner als andere. Grüne Ziffern sind korrekt und bleiben stehen. Gelbe sind an der falschen Stelle und rote sind nicht in der Kombination. Aha. Aha. Da ist aber gar nichts, gelb oder rot. Probieren wir es halt mal. 8 und 4 ist schon mal richtig. Die müssten einfach nur vertauscht werden, wie es mir scheint. 7 und 5 sind falsch. Dann probieren wir es mit 1, mit 4 und 8. Komm, 8. Darf ich nicht? Eins und vier sind schon mal richtig. Super. Dann ist... Aha, die 3. Okay, das mit Hacken ist geil. 3 und 8. Jetzt müsst stimmen. Ja, cool. Boah, ist das super. Hochempfindliches Sensormodul. Das ist, glaube ich, das, was er braucht, oder? Nein, wir können nicht knacken. Wir können das nicht knacken. So ein Schatz. Naja, was soll's. Aber wir können jetzt hacken. Das ist ja schon gut. Ich habe gar nicht gewusst, dass sowas geht. Das ist aber gut zu wissen, dass das geht. Jetzt können wir ihm eigentlich das schon geben, oder? Und dann schauen wir weiter. Dann würde ich sagen, porten wir uns nochmal in das Tal. Aber jetzt haben wir hier keinen Teleporter. Es wäre halt echt schön, hier irgendwo einen Teleporter noch zu finden. Da sprinten wir mal ein Stück. Vielleicht schauen wir uns hier noch ein kleines bisschen um. In der Hoffnung, dass wir einen Teleporter, wie gesagt, finden tun. Das wäre ganz famos. Und sehr schön. Es wundert mich halt echt, dass hier kein Teleporter ist. Noch. Also, dass wir keinen gefunden haben. Aber es wird schon werden. Hallo. Wegen der Elektroteile. Wegen der Elektroteile. Ja? Ich glaube, wir haben dieses Sensormodul gefunden. Ich habe das Sensormodul, das du wolltest. Es ist in der Tat hoch entwickelt. Er wird sehr zufrieden sein. Wer ist dein Auftraggeber? Ein Kleriker aus dem Hort von Ignadon. Geht das auch genauer? Wie heißt er? Sein Name ist... er ist... ein Legat aus dem Hort. Okay, aber wie heißt er? Mit dir stimmt doch irgendwas nicht. Wie heißt er? Okay, aber wie heißt er? Wir? Dein Auftraggeber. Ach ja. Sein Name ist... Er ist Legat aus dem Hort der Kleriker. Ah ja. Mit dem stimmt was nicht. Großartig. Echt? Das gefällt dir? Das freut mich. Okay. Dann würde ich sagen, wir schauen, dass wir hier mal runterkommen. Und ich schaue mich hier ein bisschen um. Das kann es nicht sein, dass es hier keinen Teleporter gibt. Das wäre nämlich mehr als unlogisch. Hoffentlich sterbe ich da jetzt nicht.
Habe ich gespeichert? Ich hoffe. Ich glaube, irgendwas hat, glaube ich, gespeichert. Aber ich mache es nochmal. Ja, bitte. Heureka! Gut, das haben wir schon mal geschafft. Da ist er schon. Ich habe ihn gefunden. Den Teleporter. Das ist schön. Das freut mich sehr. Ja, schlimme Zeiten. Da ist er schon. Der Teleporter. Mein Freund. Tada! Super. Konverter Ethan. Super. Und Setzerbrot. Nehmen wir auch gern mit. Ach, wie schön. Noch ein Setzerbrot. Okay. Da vorne krebst du so Viecherl rum. Wir müssen dann in die Richtung, darüber. Aber zuerst machen wir das Viech da kaputt. Na du? Komm her. Au. Bitte, das wäre mir sehr lieb. Zack. Hin ist er. Sehr gut. Elektroschrott, Kralle und Metallschrott hat er gehabt. Super. Super. Mei, bin ich froh. Teleporter gefunden. Ich bin schon glücklich. So, gut. Da haben wir den Falk. Das ist auch sehr gut, dass das markiert wird. Konverter Ethan. Das heißt, wir müssen weiter in die Richtung. Okay. Dann würde ich sagen, wir sind eigentlich sogar richtig. Können wir uns schon auf den Weg machen. Schaut irgendwie voll kaputt aus, ne? Alles komplett hin im Arsch. So, stimmt, da waren die zwei Alps. Tap, 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 tap. Lauf und Sprint. Wir dürfen jetzt nur nicht dieser Kriegsmaschine da unten über den Weg laufen. Das wäre gerade sehr ungesund. Die machen wir mal ein anderes Mal, wenn wir stärker sind. Der arme Duras hat da nämlich auch keine Chance gehabt. Der ist da auch verstorben. So. Da hatten wir, glaube ich, so einen Wühler, ne? Als Feind. Ich schaue mich hier nur ein bisschen um, ob ich vielleicht noch zusätzlich einen Teleporter entdecken würde. Nur mal so grob in der Gegend schauen. Aha, da haben wir wieder ein Opfer. Hallo, Rottwolch. Oh, au. Bist du narrisch. Tu das. Ich bitte dich drum. Ich trinke mal was. Prost. Ich glaube, das war ein zu guter Heiltrank, aber ist wurscht. Absolut gesund. Boah. Da tu das schon seine Problemchen mit dem Kerl. Rottwolch. Erinnert mich ein bisschen an diese Rottwürmer, ne? Rottwurm. Zack, 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 zack. Oh, der hat gesessen. Sehr gut. 60 Erfahrungspunkte und Ausraum. Elektroschrott und Metallschrott. Fleisch gibt's keins, weil das Viech will man nicht essen. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Okay, da ist wieder diese Kampfmaschine. Ein Teleporter leuchtet mir gerade nicht entgegen. Boah, da ist auch alles kaputt. Aber ich glaube... Aha, das ist wieder so eine Kampfmaschine. Wir sollten da vielleicht besser nicht runtergehen. Das ist ungesund. Wir werden uns hier verdünnisieren. Das wäre das Schlaueste. Glaube ich, aber erst im nächsten Part. Ich denke, da machen wir jetzt mal Schluss und ich sehe da nämlich gerade ein paar Raptoren. Ich glaube, das sind Raptoren, die können wir da im nächsten Part super umhauen. Da drüben ist noch ein Hornwolf, also wunderbar für unsere Erfahrungspunkte. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns im nächsten Part. Tschüssi!